Music is a very emotional issue. One point that's often up for discussion is sound quality. Another factor with club music in particular is loudness and the battle to be the loudest. But louder doesn't always mean better. Using a lot of compression in the hope of being the loudest can lead to a major loss in dynamic and can cause serious problems for mastering engineers whose work can be very inhibited as a result. Unfortunately, this trend in loudness has spread in recent years, and with a variety of tools like loudness maximizers, nowadays it can easily be achieved. Thus, enough of a reason for us to focus on the issue of loudness in a session of Tech Talk. Lautheit bezeichnet in erster Linie den empfundenen Pegel und nicht den gemessenen Pegel. Denn es ist so, wenn ich ein Stück Musik habe, da können unter Umständen sehr kurze Spitzen drin sein, die so kurz sind, dass sie vom Gehör gar nicht als laut wahrgenommen werden, sich aber beim Aufnehmen eben auswirken, als der Peaks, also Aussteuerungsgrenze durchaus mal überschreiten können. Und Lautheit ist eben die wahrgenommene Lautstärke. Die Lautheit kann man dadurch erreichen, dass man diese Pegelspitzen, die ich eben erwähnt habe, die also teilweise nicht mal wahrgenommen werden, mit einem Regelverstärker, also einem Kompressor oder Limiter, absenkt. Und dadurch kann man den Gesamtpegel um das Maß des Abgesenkten wieder anheben, sodass die leisen Stellen eben auch lauter werden. Und der Unterschied zwischen den lautesten und leisen Stellen wird kleiner. Also hier handelt es sich um einen digitalen Kompressor, dessen Display einem sehr schön zeigt, wie die Funktionsweise eigentlich ist. Wir haben hier die Anzeige für die Pegelreduktion. Hier ist der Eingangspegel. Und dieser Strich ist jetzt der sogenannte Threshold, der Schwellwert, ab dem der Regelverstärker überhaupt erst ins Signal eingreift. Wenn ich jetzt den Threshold runterregle, dann sieht man sehr schön, wie in dem Moment, wo das Eingangssignal an diesen Schwellwert stößt, hier die Pegelreduktion angezeigt wird. Der ist jetzt standardmäßig auf Auto Gain Make-up eingestellt, das heißt, der Ausgangsverstärker erhöht die Lautstärke oder den Ausgangspegel, besser gesagt, genau um das abgesenkte Signal. Wenn ich den jetzt ausmache, dann merkt man auch gleich, wie es viel leiser wird. Und in dem Moment, wo ich die Auto-Gain-Funktion einstelle, wird es wieder lauter. Und da sieht man hier auch, hat er peakmäßig 4,5 dB weggezogen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass im Grunde genommen zwischen Kompression und Limiten kein wirklicher Unterschied besteht. Also die Vorgänge sind eigentlich die gleichen, nur eine Kompression arbeitet mit einer geringeren Ratio, da kommen wir ja dann gleich noch zu den einzelnen Parametern. Und eine Limiting ist halt mit einem höheren Threshold und regelt dann radikal. Das heißt, ein Kompressor greift früher ein, aber sanfter, dient eben auch durchaus so zur Hüllkurvenformung. Während ein Brickwall-Limiter oder Limiter in erster Linie eigentlich auch ein Übersteuerungsschutz ist. Das ist der Threshold. Ich habe den jetzt in so einer klassischen Kompressoreinstellung laufen, nämlich mit einer Ratio von 4:1. Das bedeutet, wenn das Signal 4 dB über den Threshold kommt, wird es um den Faktor 1:4 abgeregelt. Das heißt, 1 dB bleibt übrig. Ich kann den Threshold jetzt auch, die Ratio erhöhen. Das wäre jetzt 1:1000. Das bedeutet, das Signal wird also quasi sofort komplett, sobald es den Threshold überschreitet, abgeregelt. Das setzt man ein als sogenannten Brickwall-Limiter, meistens als Aussteuerungsschutz oder Übersteuerungsschutz. Also da setzt man den Threshold wesentlich höher. Und diese einzelnen Peaks werden dann eben um den Faktor unendlich quasi geglättet. Während ich in der Kompressoreinstellung den Threshold viel früher und ständig öfter eingreifen lassen kann, aber dann eben sanfter. Anderer wichtiger Punkt sind die Regelzeiten. Das ist Attack, das bedeutet, wie lange nach Überschreiten des Schwellwerts es dauert, bis der Regelverstärker einsetzt. Wenn man den Attack etwas länger macht oder etwas langsamer macht, heißt es, dass der erste Peak, die Transiente, noch ungeregelt durchgeht und erst danach abgesenkt wird.
Und die Release-Zeit ist dann die Zeit, die es dauert, bis, wenn der Schwellwert wieder unterschritten ist, der ursprüngliche Zustand wieder erreicht wird, also die Regelung beendet wird. Und mit diesen Zeitkonstanten kann man natürlich auch die Hüllkurve verformen, wie man sich denken kann. Wenn ich jetzt eine super kurze Attack-Zeit habe, wird halt auch der erste Klick, der erste Anschlag schon runtergeregelt. Und wenn ich die Release länger oder kürzer mache, verändert sich die Hüllkurve eben auch sehr stark. Traditionell war es natürlich so, dass früher Rockmusik und dann später natürlich Heavy Metal und solche Sachen stärker komprimiert waren als Liedermacher. Ja? Das Problem ist, dass mittlerweile die Songwriter-Sachen mit Akustikgitarre und Stimme fast genauso hart komprimiert sind wie der Hardcore-Techno-Track. Das heißt, es fällt auch schwer, sich das anzuhören teilweise. Ist auch das Problem zum Beispiel, dass viele CD-Player, das wird auch oft vergessen, CD-Player haben oft, also gerade einfache CD-Player, sehr billige Ausgangsverstärker. Und wenn da eine CD halt ständig am absoluten Limit ist, dann zerrt auch der Verstärker, die analoge Ausgangsstufe vom CD-Player. Ja. An diesem Track sieht man, dass er noch gewisse Dynamik hat. Man sieht hier einzelne Peaks, die rausstechen, die man unter Umständen gar nicht in der Lautstärke hört, wie sie sich hier darstellen und auch wie sie tatsächlich im Pegelverhältnis zum Durchschnittspegel sind. Würde man diese Lautheit jetzt erhöhen wollen, würde man eben schon alleine durch das Absenken dieser zwei Peaks hier oder dieser drei Peaks, die es in erster Linie sind, wenn man die um 3 dB absenkt, dann den Track insgesamt 3 dB lauter aussteuern können. Ja, und jetzt fange ich eben einfach an, das zu bearbeiten. So, und jetzt sieht man hier sehr schön, wie der Durchschnittspegel gestiegen ist, indem die wenigen Pegelspitzen halt abgesenkt wurden. Und so wie man das hier optisch sieht, macht sich das eben auch gehörmäßig bemerkbar. Also die wahrgenommene Lautheit in diesem Falle ist deutlich höher. Der Spitzenpegel ist bei beiden Aufnahmen gleich. Ich kann das auch übertreiben. Das ist hier dann schon eine sehr, ich meine, wir haben es ja hier mit einer großen Vergrößerung zu tun. Wenn ich das jetzt mal auf, so dass man den ganzen Track sieht, dann hat man hier schon den berühmten Ziegelstein-Effekt. Ja. Dann sehe ich ja schon, wie diese Hüllkurven, die ja auch den Charakter des Klangs bestimmen, hier ganz radikal verändert sind. Diese Wellenform verdeutlicht quasi auch das, was man hört. Ja, also die Attacks oder die einzelnen Peaks sind halt plattgebügelt. Und das ist eben genau das, also dem Auge tut es nicht so weh wie dem Ohr, sag ich mal. Viele Leute vergessen, dass eigentlich fast alle Instrumente, wenn man die ersten paar Millisekunden, also diesen Einschwingvorgang abschneidet, dass fast alle Instrumente sehr ähnlich klingen. Dass man also kaum ein Klavier und eine Geige auseinanderhalten kann, wenn der Einschwingvorgang abgeschnitten ist. Ja? Das zeigt vielleicht eben auch, wie wichtig das ist. Es gilt natürlich für synthetische Sounds genauso. Ja? Was soll ich mir einen tollen, was weiß ich, Analog-Synth oder meinetwegen auch virtuell Analogen, der supergeilen Hüllkurvengenerator hat. Und hinterher bügel ich mir das mit dem Maximizer alles weg. Ja. Wenn die Sounds gut sind, wenn die Sounds prägnant sind, wenn der Mix gut ist, kann ein Stück, was also von der reinen Lautheit her niedriger ist als ein anderes, kann sich auch, wenn man jetzt zum Beispiel als DJ die Platten ineinander mixt, super gut durchsetzen. Also ein sehr faszinierendes Beispiel, finde ich, ist Kraftwerk, wo wirklich sehr wenig Dynamikbegrenzung ist. Also die Sachen sind extrem gering von der Lautheit her. Und als Album zum Beispiel sind sie dann ja auch vom absoluten Pegel her noch mal viel geringer als eine Maxi-Single heutzutage. Und wenn man das im Club spielt, dann ballert das erstaunlich viele moderne Sachen weg. Einfach weil jeder einzelne Sound so präzise und auf den Punkt ist, dass es einfach sich durchsetzt. Dynamik ist einer der wichtigsten Faktoren in der Musik, denn wenn alles laut ist, dann ist eben gar nichts mehr laut. Und wenn ich irgendwie einen Track oder einen Song oder was auch immer haben will, der eine gewisse Wucht hat, dann muss da eben auch mal was aus dem Durchschnittspegel rausknallen, damit es eben knallt. Ja, und wenn ich alles reinbügel, dann klingt es zwar laut, aber auch undefiniert und verliert dadurch an Wucht.
Und deswegen empfehle ich immer wieder, wenn man das laut haben will, dann soll man einfach mal den Lautstärkeregler aufdrehen.